Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr euch so eine Torte machen könnt, Geburtstagstorte an einer Brosche, die kann man sich dann dran klemmen. Dazu benötigt ihr einen Lumen, einen Haken, 19 weiße Gummibänder, 6 rote Gummibänder und 3 gelbe Gummibänder. Ich habe jetzt hier 4, falls eins reißt. So, ihr müsst die mittlere Reihe rausnehmen. In die Mitte. So, dass alle drei Stifte in der gleichen Reihe sind. So. Und dann können wir auch schon anfangen. Beachtet, dass der rote Pfeil von euch wegschaut. Dann beginnen wir mit einem gelben Gummiband. Das spannen wir da auf. Dann nehmen wir 2 weiße Gummibänder und spannen das auch gerade aus. Nehmen 2 rote Gummibänder und spannen das auch gerade aus. Danach nehmen wir wieder 2 weiße Gummibänder und spannen es gerade aus. Danach nehmen wir ein Gummiband es auf 4 Finger, machen eine 8, also verdoppelt, und auch den letzt benutzten Stift. So, dann können wir weitermachen. Dann macht ihr das gleiche nochmal. Ein gelbes Gummiband geradeaus, 2 weiße Gummibänder geradeaus, 2 rote Gummibänder geradeaus. Und wieder 2 weiße Gummibänder geradeaus. So. Und wieder ein weißes Gummiband nehmen. Auf 4 Finger und verdoppeln. Und auf den Stift. Und genau das gleiche machen wir nochmal auf der rechten Seite. So. Ich habe das jetzt. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch ein weißes Gummiband, drückt die obersten runter und packt es drüber. Dann nehmt ihr nochmal ein weißes Gummiband und packt es auch wieder drüber. Und dann nehmt ihr nochmal ein weißes Gummiband, spannt es da drüber. Und nochmal ein weißes Gummiband und spannt es da drüber. So. Dann dreht ihr euren Loom um und beginnt mit dem Verloomen. Also, ihr nehmt euren Haken, drückt bei der linken Seite das obere weg und die zwei draufgespannten. Also das eine draufgespannte, was verdoppelt ist, und holt die zwei untersten. Packt sie über den Stift. Dann drückt ihr das erste, oberste wieder weg und holt wieder das unterste und drüber. Und wieder. Und wieder. Okay. Dann kommt ihr wieder hier unten hin, drückt wieder die weg und holt euch das unterste Ringpaar. Entschuldigt bitte, bei mir ist das gerade abgegangen. Ist aber nicht so schlimm. Mache ich einfach wieder drauf. So. Und wieder wegdrücken und wieder drauf. Wieder wegdrücken und wieder drauf. Wieder wegdrücken, wieder drauf. Das gleiche macht ihr auf der rechten Seite auch.
Wenn ihr das dann habt, müsst ihr bei der linken Seite das unterste Gummiband, die unterste Lasche nehmen und drüber ziehen. Dann macht ihr das nochmal in der mittleren Reihe, das untere nehmen und drüber ziehen. Und nochmal bei der rechten, das untere nehmen, drüber ziehen. Und jetzt zieht ihr überall mal dran und könnt es loslassen. Und jetzt zieht ihr eure Torte ab. So, das sieht jetzt so aus. Das könnt ihr euch noch ein bisschen verdehnen, so wie ihr es möchtet. So, jetzt haben wir noch das. Wir wollen ja, dass die so verknotet sind. Dann nehmen wir uns eine Gummiband auf den Haken. Überkreuzt das zweimal. Packt es wieder drauf und dann nehmt ihr euch das hintere und zieht es drüber. Und dann könnt ihr ziehen. Dann hätten wir schon mal das erste. Das müsst ihr dann noch so ziehen. Und wieder nehmen, zweimal überkreuzen, draufpacken, das hinterste drüber. Das könnt ihr euch noch so ein bisschen ziehen, wie ihr es halt haben möchtet. Und dann ziehen. So. Und nochmal draufpacken. Eins, zwei, wieder draufpacken. Und dann das hinterste drüber. Und so einrichten, dass es euch gefällt, und dann ziehen. So. Ein bisschen zurechtbiegen. Und dann nehmt ihr euch einfach eure Broschennadel und wartet. Ich zeig's euch mal schnell. So. Macht die auf und schiebt die durch alle roten Gummibänder. So, und macht so. Und fertig ist eure Tortenbrosche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mich sehr über ein paar Abos und natürlich auch Daumen nach oben freuen. Und ja, jetzt sage ich Tschüss.